Unsere Sonne. Ein gleißender Ball aus Plasma am Rande eines Spiralarms einer unbedeutenden Galaxie. Von ihrem dritten Planeten aus, der Erde, sind wir dabei, den Weltenraum zu erobern. Wir schreiben das Jahr 2231. Nachdem wir den Mond und die Mars bewohnbar gemacht haben, erkunden wir nun Jupiter und seine 69 Monde. Die mutige Besatzung der Raumstation Sigma 3 stellt sich neuen Herausforderungen, beantwortet Fragen am Rande unserer Erkenntnis und erweitert so den Horizont der Menschheit Tag für Tag. Sag mal, bist du bescheuert? Das ist doch völliger Quatsch. Wir sind hier, weil ein paar Geldsäcke glauben, dass es hier draußen was zu verdienen gibt. Die haben die Portokasse geplündert und damit diese Station gebaut. Horizont der Menschheit. Na klar. Was hier wirklich abgeht, erfahrt ihr jetzt. Raumstation Jupiter Sigma 3. Episode 1. Epsilon 2. Captain Romero, die ausgesandten Wetterbeobachtungssonden haben ihre Aufgabe abgeschlossen. Der Befehl zum Rückflug zur Raumstation wurde gegeben. Alles klar, Syntax. Irgendwelche Besonderheiten mit den Sonden? Nein, Captain Romero, alle Parameter im grünen Bereich. 6 der 15 Sonden sind in Scannerreichweite und ihre Anflugvektoren sehen normal aus. Bei den verbleibenden 9 ist der Rückrufbefehl eingegangen und von den Sonden bestätigt worden. Empfängst du schon Daten der Sonden? Nein. Syntax? Du empfängst keine Daten? Auch nicht von den Sonden in Scannerreichweite? Nein. Ungewöhnlich. Syntax, überprüfe bitte die Datenverbindung zu den ankommenden Sonden. Verstanden. Ich komme in die Ops. Captain Romero, die 6 in Scannerreichweite befindlichen Sonden reagieren eingeschränkt. Daten auf dem Bildschirm. Was bedeutet reagieren eingeschränkt? Captain, das Rückholsignal wird empfangen und bestätigt und hat den Rückflug eingeleitet. Das Übertragen der gesammelten Daten wurde von mir angefordert, aber die Sonden reagieren nicht. Wie lange noch bis zum Eintreffen hier in der Station? T-4 Minuten 37 Sekunden. Gut, auf die 4 Minuten kommt es jetzt nicht an. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Negativ. Flugbahnen und Geschwindigkeiten entsprechen den berechneten Parametern. Wann erreichen die restlichen Sonden die Scannerreichweite? In 3 Minuten die erste und dann in jeweils 2 Minuten Abstand die restlichen Sonden. Scheiße, ist der Kaffee heiß. Dann warten wir mal ab. Captain Romero, die Sonden Epsilon 2 und 3 verhalten sich ungewöhnlich. Epsilon 1 und auch Epsilon 4 haben wie berechnet die Flugbahnen angepasst und mit dem Bremsmanöver begonnen. Epsilon 2 und 3 fliegen ungebremst weiter auf die Station Sigma 3 zu. Ohne Kurskorrektur besteht die Gefahr einer Kollision. Syntax, wie gefährlich ist die Situation für die Station? Es besteht bei gegenwärtigem Kurs und Geschwindigkeit eine 97%ige Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Epsilon 2 und 3 reagieren nicht auf meine Befehle, die Geschwindigkeit zu drosseln oder den Anflugvektor zu ändern. Captain Romero, ich empfehle Ihnen, den Raumanzug anzulegen. Vermutlicher Einschlag von Epsilon 2 in T-3 Minuten 27 Sekunden. Epsilon 3 in T-5 Minuten 31 Sekunden. Scheiße. Syntax, kannst du Sigma 3 aus der Kollisionszone bringen? Positiv.
soll ich den Vorgang einleiten. Positiv, leite Ausweichmanöver ein. Captain Romero, trotz eingeleitetem Ausweichmanöver besteht immer noch eine 32%ige Möglichkeit einer Kollision. Ich empfehle, den Raumanzug anzuziehen und sich auf einen Einschlag vorzubereiten. Verstanden. Was machen die anderen Sonden? Verbleibende Zeit bis vermuteten Einschlag? Epsilon 1, 4 und jetzt auch 5 verhalten sich wie gewünscht und haben die Bremsmanöver eingeleitet. Ankunft und Docking an Sigma 3 wie berechnet. Vermutlicher Einschlag von Epsilon 2 in T-2 Minuten 7 Sekunden. Syntax, ich brauche mehr Infos zu Epsilon 2 und 3. Wie sehen Kurs und Geschwindigkeit der Sonden aus? Sonden Epsilon 2 und 3 sind immer noch bei Maximalgeschwindigkeit. Kurs weiterhin auf den alten Rendezvous-Punkt von Sigma 3. Epsilon 3 hat nur noch eine 11%ige Kollisionswahrscheinlichkeit. Syntax, wie hoch ist die Kollisionswahrscheinlichkeit von Epsilon 2 und Sigma 3 bei gleichbleibenden Manövern und der verbleibenden Zeit? Nach meinen Berechnungen besteht nach Ablauf der verbleibenden Zeit von T-1 Minute 23 Sekunden eine Einschlagswahrscheinlichkeit von 7%. Epsilon 3 wird die Station Sigma 3 um 50 Meter verfehlen. Syntax, Counter bei T-20 Sekunden. Und wir müssen uns über deine Wortwahl bei Körpern, die auf Kollisionskurs sind, noch einmal unterhalten. Ich werde in so einer Situation sehr gern verfehlt. Captain Romero, ich korrigiere die Berechnung zum möglichen Einschlag von Sünde Epsilon 2. Die Wahrscheinlichkeit beträgt nun 9%. Schuld ist die starke Anziehungskraft des Jupiter bzw. des roten Flecks, über dem wir uns gerade befinden. Wo wird uns Epsilon 2 vermutlich treffen? Bei der momentanen Rotation der Station und der verbleibenden Zeit wird uns Epsilon 2 vermutlich an der Bordküche treffen. Berechne mögliche Schadensgröße bei den uns bekannten Parametern. Captain Romero, die Bordküche wird es bei einer Kollision nicht mehr geben. Angrenzende Bereiche werden vergleichbar stark beschädigt werden. Wie hoch ist meine Überlebenschance bei Verlust der Bordküche bis zum Eintreffen des nächsten Shuttleflugs zur Raumbasis? T-20 Sekunden. Ihre Überlebenschance liegt bei Kollision mit Epsilon 2 bei 87%. T-16 Sekunden. 14. 13. Verdammte Scheiße, 12, warum muss es mich treffen? 11. 10. 9. 8. 7. Korrigiere Einschlagswahrscheinlichkeit. Hä? Syntax, bisschen spät, 3, nicht? 2. 1. Fortsetzung folgt. Das war Jupiter Raumstation Sigma 3. In den Rollen Fräulein Emma als Captain Romero, Rantheron als Syntax, Blubberfrosch als Ansage. Produktion Mario Prell und Tim Süß. Dies war eine Produktion der Geschichtenkapsel.